Wie jedes Jahr findet das Königsschießen in der Theo-Wilkens-Halle auf dem Zeller Schützenplatz statt. Hier wird ausgeschossen, wer der neue Hauptkönig wird. Nur die 5 Zeller Schützenvereine dürfen an diesem Schießen teilnehmen. Wer die beste 10 schießt, wird Hauptkönig. Wir schießen mit 5 Gesellschaften und jede Gesellschaft schießt ihren Gesellschaftskönig aus. Und dadurch bedingt durch die Teilerwertung ist der Teiler Beste der Könige auch gleichzeitig Hauptkönig der Stadt Celle. Im Zeller Festzelt auf dem Zeller Schützenplatz werden die besten Schießerinnen und Schießer vorgestellt und bekommen vom Oberbürgermeister der Stadt Celle und vom Vorsitzenden des Schießvereins eine besondere Auszeichnung überreicht. Jeder Teilnehmer hatte 6 Schüsse, die in ihrer Genauigkeit, aber auch in ihrer Gesamtheit gezählt wurden. Somit wurden die 5 besten Damen, die 5 besten Jugendlichen, die 5 Vizekönige, die 5 Majestäten und der Hauptkönig bestimmt. Dieses Jahr ist Philipp Ziegen aus Celle zum 3. Mal Hauptkönig geworden. König, Hauptkönig ist Philipp Ziegen. Ja! Gut, 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 ein Kreuzchen, gut, gut, gut. Das nehmen wir Häuser als drittes. Haben Sie damit gerechnet, dass Sie Hauptkönig werden? Nicht wirklich, nein. Was bedeutet das für Sie? Gut, der dreimalige Titel ist noch nie da gewesen, ist von daher etwas ganz Besonderes. Freut mich sehr. Wie wird es heute gefeiert? Feuchtfröhlich. Mehr kann man dazu nicht sagen.